Termit. Falscher Knopf. Für diejenigen, die es nicht wussten, das war eindeutig Lachssuppe, das hat man gesehen. Ja. Genau. Dann hallo und herzlich willkommen zurück zu iSketch mit dem Krian. Hallo. Mit der Lachssuppe, Baby. Oh, Lachssuppe. Blank Wolf, der Gans. Hallo. Tony, dem Rochen. Hi. Und mir. Hi. Der Rosine. Wieso bin ich jetzt eigentlich die Lachssuppe? Also ihr merkt, es geht ums Essen. Wir haben Deutsch, Essen und Normal. Also mal gucken, was wir diesmal haben. Wenn ihr Hunger habt, solltet ihr es nicht hier essen und so. Nicht zuschauen. Machen wir mal das, was wir erst noch so gemalt haben. Krebs. Ich weiß es doch von vorher. Die Frage ist, möchte er, also wenn wir jetzt richtig sind mit Kuchen, möchte er genau wissen, was für ein Kuchen das ist? Das weiß man nicht. Warte. Na, Frage ist, wie mache ich das? Scheiße, okay, war schon wieder ein Stück schneller. Aber instant, also ich wusste halt sofort, was es sein musste. Wie du mal wieder so ein Tick schneller warst. Ja, das ist doch einfach, das weiß man. Es ist mein Lieblingskuchen. Oh, komm, close. Ich hatte es gerade geschrieben. Nein, ich habe es nicht. Oh Gott, ihr seid drin. Zu spät. Alex, mal was Schönes, bitte. Hab ich schon. Ich habe mich vertippt. Hätte sein können. God damn it. Das Problem ist natürlich, wenn man selbst nicht weiß, was es überhaupt ist. Schnittlauch. Was ist grün, tritt in Bündeln auf. Gurke. Der Buchstaben. Das sind keine Buchstaben. Das ist ein Strich, das Rest. Ja, Ausrufezeichen. Oh ja, Blank ist doch Programmierer, ne? Dann kann ich einfach. Jetzt machst du wahrscheinlich einfach nur die Binärcode für die einzelnen Dinger. Nee, oder was? Nee. Das kenn ja sogar ich. Boah, shit, wie macht man sowas? Goddammit, Ich dachte, ich hab's erraten. Ja. Sehr gut. Wie könnt ihr bitte sowas erraten? Ja gut, das war jetzt diese Informatiker-Gedöns. Nee. Nicht mal, ja. Man kommt auch so drauf. Keine Ahnung, nee. Es ist halt nicht Milch. Richtig, nicht Milch. Es ist Soja. Wie kommt ihr auf Soja? Ich hab Sojamilch eingegeben und es war richtig. Wie kommt ihr bitte auf Soja? Irgendwas malen. Veganerin als Mitbewohner. Bei mir heißt eine Freundin so mit Spitznamen. Soja. Ja. Hättest du die Freundin gemalt? Dafür ist die Fläche nicht groß genug. Ich glaube, das mit Programmierung-Gedöns hat mir doch geholfen. Inwiefern? Er sagte ungleich. Weil das Zeichen für ungleich war. Scheiße. Wie kommt denn auf Eigelb? Das ist rot, verdammte Scheiße. Ja, vielleicht hast als du Markierung. Oh. Mann! So, nochmal von vorne. Ganz. Was? Es ist weiß. Ja! Ernsthaft? Wie? Was? Was soll ich das darstellen? Ich bin nicht mal fertig! Ich wusste, was es war davor. Ich wusste, was du malen wolltest. Sahnenfleck, so. Flecken. Nee, ist gleich zu Ende. Beeilung! Oh, Rindfleisch. Oh Gott. Bin dann einfach die Tiere durchgegangen, nachdem ich wusste, dass es Fleisch ist. Das ist einer, der auf Fleisch kam. Immerhin. Tofu. Dann wieder Milch.
nicht dein Ernst, komm schon! Ja! Komm, hier raus. Totster kriegt's nicht. Ach komm schon, ich finde das ein richtig bescheuertes Wort. Ich hätte einfach Milchspeise-Eis schreiben müssen. Ich war bei Milchspeise. Ohne Eis. Das kann man eindeutig essen, Krian. Ja, wenn es aus, was weiß ich, Marzipan gemacht wurde. Es sind dieses Mal keine Haare. Was ist das? Anscheinend ziemlich beschissen. Ach komm schon! Weißt, andere kriegen so diese einfachen Wörter wie rot oder sowas und ich kriege immer so einen Scheißdreck. Weil du rot auch essen kannst. Rot kann ja, nein, aber vorher. Ach Leute, das ist wirklich einfach. Dann mal es aber auch bitte so. Nee, ich kann nicht malen mit der Maus, ich hasse das tierisch. Ich hab Leute. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin ja nicht mal sicher, ob das Dessert oder Hauptgang sein soll. Wenn ich jetzt einfach mal sag, es ist süß, reicht euch das dann wenigstens? Nee, nicht wirklich. Was ist braun, hat genau diese Form und ist essbar. Das ist doch wohl nicht so schwierig. Praline. Ja, Moment. Ich finde ja dieses Spiel gut, solange ich nicht zeichnen muss. Oh Gott, der Mann. Ich bin los. Ja, ich ja eins ist richtig. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Aber es geht jetzt um das da. Danke. Oh, der war eher. Ja, das zweite war wichtig. Und das zweite wäre ich nicht drauf gekommen. Ihr wart ja schon close, aber ich habe keinen Plan. So lange wart ihr jetzt aber auch noch nicht beim ersten. Das erste habe ich relativ schnell bekommen auf Dauer, nachdem du meintest, es ist süß. Tudum. Ein Teig. Das soll ein Muffin sein. Ist kein Muffin? Kleines Wörtchen? Das habe ich nicht erkannt, dass es Muffin sein sollte. Doch, nachdem er dann meinte, da oben, das ist das drauf, dann kam ich auch irgendwann auf Muffin. Ach, du... Nee. Was war's denn? Warte, ich schreib's hin. What the fuck? Du kannst auch sagen. Kannst du richtig aussprechen. Okay, das hätte ich nicht mal schreiben können. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Ich auch nicht. Wenn ich das eingebe, aber ich hätte an Eiweiß gedacht, dieses Eiweiß-Ding ins Zeug. Vielleicht eine Füllung. Bei mir ist das ein Bézier, oder? Stimmt, das ist ein Bézier. Alex, ja, jetzt, willst du auch mal? Ist das eine Kaffeespezialität? Nein. Ja, hat nur vier Finger, es kann keine Hand oder Fuß sein. Also richtig betrachtet sieht das oben ja so aus wie eine kleine Wurst. Also aber halt nein, so die aus der Schüssel. Es ist schon eine Hand, es ist aber auch nur der erste Teil. Sag mal bitte noch den fünften Finger. Nö, das ist zeichnerisch. Das ist optisch ganz einfach, du guckst nämlich nur von gegenüber drauf und der Daumen ist nach innen gedreht, deswegen sieht man. Ah! Hätte die Fingernägel weglassen, hätte er sagen können, das ist eine Faust. Ich bin nur für 10 Nägel. Ja. So, wir spielen Deutsch. Der Handburger. Ja, das Fleisch ist eine Hand, oder wie? Das ist mal wieder bei den Simpsons.
wo Valve das Essen macht. Stimmt. Ah, jetzt kommen wieder Nummern. Ach, das da oben soll eine 1 in dem Kreis sein. Jetzt. Yes. Sorry, das habe ich vorher nicht gesehen. Okay. Was ist das? Also, Hand ist schon mal richtig. Ja, wird aber auch nicht als close angezeigt. Ja, weil die 1... eigentlich die 4 ist. Ich gebe euch mal einen Tipp, ihr braucht nur das Haar von der Hand. Schön! Darf nicht so klar sein. Ich bin ja nicht deutsch. Das ist voll schwer. Ich kann euch aber auch nicht sagen, was das ist. Ich google das jetzt mal schnell nebenbei. Schön! Nee, im Ernst, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Oh, das ist ne... Okay. Nee, nicht die 1, nur 2 bis 3. Oh, Baby ist nah dran. Du hast nur das falsche Wort bei der 2. Das falsche Wort bei der 2? Dann ja, bin ich ja auch also fast nah dran, ne? Okay. Es ist ein Wort mit 4 Buchstaben. Für die 2. So, Es war Hermsburger. Was war das zweite Wort? Eigentlich fern. Ich hatte gehofft, dass euch das dann schon ein Close ausgibt, weil... Mhm. Wie soll ich Erm darstellen? Und wen es interessiert, Hermsburger ist anscheinend eine Kette. So. Was? Eine Kette? Ja. Dieses Video ist unterstützt durch Product Placement. Kauft bei Hermsburger! Ich weiß nicht, wo es das gibt, aber kauft da. Okay. Mal. Ich könnte jetzt schon dick was essen, irgendwie. Ich hab meine Chips hier liegen. Reichen. Ich nicht. Es klebt nach wie die ganze Tastatur. Du sollst sie auch nicht mit deinem Wichsgriffel anfassen. Ey, ich hab keine Wichsgriffel. Ich bekomme gerade Hunger auf Lasagne. Ja, deine Mutter. Was soll, ist ja schon fast richtig. Nimm bloß das deutsche Wort dafür. Danke! Was ist das deutsche Wort dafür? Ich mach's wie ein Stier, ich nehm dich auf die... Oh Gott. Bitte. Nein. Ernsthaft, los! Ich mach's wie ein Stier, ich nehm dich auf die... Bitte. Sei doch nicht so ein dummer Hurensohn. Stierkopf. Oh verdammt, ich wollte gerade noch Hörner malen. Hörnchen. Oh Mann. Hörnchen. Wann darf ich eigentlich mal wieder malen? Gar nicht, du bist schwul. Hauptsache, ich muss nicht malen. Gerade war Blankwolf, jetzt ist Grihan, die habe ich eiskalt übersprungen. Habe ich mich gerade verschluckt. Mund mal wieder zu voll genommen, ja? Alles klar. Ohne falsch geschrieben, naja. Nado! Magst du nicht ein bisschen größer zeichnen? Vielleicht brauche ich ja den Platz noch. Oh. Nein, möchte ich nicht, es ist aber kompliziert. Was? Das Problem ist halt, dass ihr vom Wort her nah dran, also. Wisst ihr, nee. Ihr seid das ja schon nah dran. Fleisch mit Ö. Das ist halt total kacke. Also, das Zeichnen ist halt nicht einfach. Ist es ein oder zwei Wörter? Pfeile. Ja, also, wir machen es mal so. Das ist jetzt nicht das Wort, aber als erstes passiert das, was hier oben ist. Aus diesen beiden oberen Früchten wird mit Hilfe der Sonne
Das hintere gemacht. Ein Scheißklumpen. Und das ist halt vom Essen her nah dran, wie das, was hier unten links in Gelb gemalt ist. Aber wie hieß denn der Scheiß nochmal? Eigentlich kenne ich das nicht mehr. Hätte ja sein können. Ich habe das früher mal gegessen, aber mir fällt nicht ein, wie der Scheiß hieß. Was könnte denn... Wir können doch einen Hinweis geben, was das hier oben sein kann. Oder sein soll. Aha! Oh, Alex! Der Feinschmecker unter uns. Ich muss jetzt erst nachdenken, aber wie das andere hieß. Ne, dann nehme ich raus. Ich gebe euch den Tipp, es sind keine Rosinen. Ja, eben. Deswegen macht ihr den Schwierigkeiten. Es sind die anderen. Ja, aus dem Grund musste ich den Fall machen. Aber gut, dass du wenigstens schon mal drauf kamst. Oh, dass du vom Trauben auf die Rosine kamst. Davon habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. So, ja, dafür kann ich sowas Ähnliches wie eine Rosine. Das ist nur eine andere Sorte. Ja, andere das Sorte ist eine andere Traube. Kenne ich nicht, kann ich nicht drauf kommen. Deswegen musste ich erstmal oben die Trauben hinmachen, die zur Rosine werden und dann dieses... Hättest du einen Sultan gemalt? Ja, natürlich. Ja, ach nö, ach komm. Ich krieg wieder mal so ein richtig einfaches Wort. Komm, geh weg. Nicht ganz. Du Stricher. Ja, geh ich halt. Es ist keine Milch. Gott, der wird's. Es ist Vollmilch. Nein, es ist... Kommt normalerweise... in sowas rein. Ich will bloß die Größe... Oh ja, ich habe noch nie etwas gesehen, was aus einem Tetrapack in eine Schüssel kam. Ich auch nicht. Kakao? Nope. Viel einfacher. Moment, ich mal hier mal kurz schwarz, dass man es sehen kann. Was? Machst du bitte mal weiter? Ich bin close, ich weiß nicht mit was. Also das Zeug ist weiß. Ja toll, wie male ich jetzt das andere? Ja, müsste ich vielleicht auch noch gegangen. Ich sollte aufhören, Kuchen dreidimensional zu malen, das sieht scheiße aus. Was ist das oben? Was macht man noch aus dem Zeug? Die Frage ist halt, welches Wort? Also ich bin ja close, du siehst ja, was ich habe. Ich weiß nur nicht, inwiefern ich da falsch bin. Du brauchst einen Überbegriff von dem Ganzen. Ja, gibt den Krieger noch Hinweise. Erste Silbe stimmt. Ich male jetzt mal wieder meine bekannten Sachen da. Ne? Ja, das erste Silbe stimmt, das wusste ich vorher auch schon. Ja, das kann ich sagen, was es ist, das Hässliche. Was machen wir noch da draus? Allein so doof, wie ich rumrate. Vielen Dank. So doof, wie ich rumrate, könnte man drauf kommen. Ich kam nicht drauf. Ja, der erste Begriff war für mich relativ leicht, aber ich kam auf diesen zweiten nicht. Ja, der zweite ist auch bescheuert. Noch mehr Kuchen. Nee, keine Ahnung. Was soll das oben darstellen? Keine Ahnung. Mehlspeise, God fucking dammit. ich mach Zucker und hast du nicht gesehen? Ja, kein ja, Mehl. Auch. Mehl war relativ schnell, aber ich kam auf diese Speise kam ich nicht. Ja, weiß. Ich wusste jetzt echt nicht, wie ich doch besser Mehl malen soll, mein Gott. Das Wort ist klasse. Oh Gott. Warte, ich muss das abtippen. Warte, ich kann das nie im Leben schreiben. Es wird geskippt, es ist sowieso um. Ja, ich bin dran. Warte, wo ist es? Wo stand das? Du hättest doch einfach mal sagen können, vorlesen. Was war's denn für ein Wort? Warte, ich kann das nicht aussprechen. Alex, vergiss nicht zu zeichnen. Ja, hab ich schon. Da, bitteschön, mal. Mal. Also Bahama Mama, da hätte ich drauf kommen können, aber... Ja, aber jetzt muss ich ganz gekonnt erst was googeln. Sehr schön. Weißt du nicht mal, was du zeichnest? Doch, ich weiß, was ich zeichne, aber ich brauche erst eine Referenz. Ach, es ist nicht Jesus, wie oft noch... Ja, dass es ein Cocktail sein muss, ist klar. Bahama Mama ist ein Cocktail. So, warum habe ich jetzt kein Recht bekommen?
Oh, er kommt wieder mit seinem Rochen. Nein. Ein Fernseher. Filtool. Atompilz. Ein Fischwender. Ein Spiegelei mit Penis. Achten die eigentlich auf Dingenskirchen hier, auf Accents? Keine Ahnung. Wieso malst du ein Ortsschild? dachte ich mir auch gerade. Ist ja ein Ortsschild. Ja, das ist ein Ortsschild. Es aber ist das ein Essen? Ortsschild. Krian hat schon den richtigen Gedankengang. Es ist halt nicht Berlin, du verlässt gerade Berlin. Es gibt aber noch ein anderes. Oh ja, ich weiß, wie ich das male. Es ist ja toll, dass es... Alle durch, oder wie? Es ist toll, dass es einfach so wenig Städte in Deutschland gibt, die für irgendwas Eskalados bekannt sind. Moment! Nee, ich fand's gerade bloß witzig, ich kriege einfach mal jede Stadt ausprobiert mit ER hinten dran. Nein, ich habe nur Sachen genommen, bei denen ich wusste, das ist was zu essen. Bing, bing, bing. Und Blackwolf auch, Deutschländer. Ja. Das hatten wir doch schon mal. War denn das bloß? Das... Okay, ein Ortsschild plus Lotto gleich was zu essen? Das Ortsschild ist ein komplett anderer Hinweis. Ich hatte gehofft, dass ihr es da schon drüber drauf kommt. Nein. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen schon noch was zu essen, oder? Ja, ja. Okay. Es ist nicht Lotto. Es ist noch keine Speisekarte. Es hat schon was mit dem Ort zu tun. Es ist ein Welcher Ort? Es ist ein Ort. Nein, es ist schon in Deutschland. Es ist auch keine Bank. Was habt denn ihr im Supermarkt? Kassierer. Jein. Nicht den Typ, das Ding. Keine Hosen an. Nein, das erste Ding mit dem Eurozeichen und der Zahl oben drinne. Ja, Blankwolf hat's. So, und was ist das andere? Das bist nicht du? Tada. Tonstar ist voll falsch. Goddammit. Oh, Kassler. Kassler. Er hat schon Kasse. Wenn deswegen habe ich eine Kasse gemalt. Hätte ich einfach auf hätte ein Stück Fleisch malen können? Eine Kasse und ein Stück Fleisch, dann hätten wir vielleicht auf Kassler kommen können. Wenn ich auf Kasse gekommen wäre, wäre Kassler klar gewesen. Ich kam nicht auf Kasse. Ding, er hätte nur eine Kasse malen müssen und ein Stück Fleisch. Kasse plus Fleisch gleich Kassler. Hm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Ciao. Ciao. Ciao.